Diese Frage nach der Corona-Impfung für Kinder ist ja wirklich sehr verzwickt. Die STIKO empfiehlt sie derzeit nicht, denn sie sagt, auch wenn das Risiko durch die Impfung sehr, sehr klein ist, so ist auch der Nutzen für die Kinder eher klein. Einfach, weil sie sehr selten schwer an Covid-19 erkranken. Und noch eine Frage gibt es, die Eltern umtreibt. Was ist mit Long-Covid? Von Erwachsenen ist bekannt, dass etwa 10% der Infizierten noch Monate, nachdem sie das Virus aus ihrem Körper vertrieben haben, an Symptomen leiden. Das können Kopfschmerzen sein, Gelenkschmerzen, Lungen- und Leberprobleme, ebenso wie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. All diese Symptome können auch dann auftreten, wenn der eigentliche akute Verlauf durch die Infektion milde war. Die Gründe für solche Langzeitfolgen sind unklar. Womöglich kämpft das Immunsystem immer noch gegen den eigentlich längst besiegten Feind. Womöglich aber hat das Virus auch langfristige Schäden an Organen und Gefäßen hinterlassen, die dann zum Problem werden. Die Frage für Eltern aber ist, wenn sich mein Kind mit diesem Virus infiziert, entwickelt es dann womöglich auch Long-Covid? Wenn das so wäre, wäre es ein klares Argument für die Impfung von Kindern. Doch die Datenlage in dieser Frage ist leider extrem dünn. Aus England kommen eher erschreckende Daten. Dort hat das Nationale Statistikbüro berichtet, dass bis zu 10% aller Kinder noch Monate nach der Infektion unter solchen Symptomen leiden. Aus Deutschland und aus der Schweiz hingegen gibt es eher entwarnende Studien. Dort hat man Kinder nach einer Infektion mit solchen verglichen, die nie eine Infektion hatten. Und in beiden Gruppen klagten Kinder ähnlich häufig über diese Symptome von Bauchweh bis zu Konzentrationsstörungen. Daraus könnte man schließen, dass die Kinder gar nicht unter Long-Covid leiden, sondern unter dem langen Lockdown. Denn das ist bewiesen. Viele Kinder haben in der Pandemie depressive Symptome entwickelt oder Angststörungen und sehr viele haben auch an Lebensfreude verloren. Diese Symptome aber überlappen sich mit denen von Long-Covid. Doch man muss auch sagen, diese beiden Studien aus Dresden und der Schweiz waren recht klein. Es waren jeweils nur etwa 100 bis 200 Kinder eingebunden, die zuvor eine Corona-Infektion hatten. Insofern kann man nicht ausschließen, dass es nicht doch Long-Covid bei Kindern gibt. Was man immerhin sagen kann, dass es nicht ganz so hohe Zahlen sein werden, wie man zwischenzeitlich mal befürchtet hat. Selbst Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte, der als einer der großen Warner in Sachen Kinder-Long-Covid gilt, sagt inzwischen, er geht davon aus, dass nicht mehr als 1 bis 4% der infizierten Kinder solche langanhaltenden Symptome entwickeln. Und sie gehen dann auch eines Tages in den allermeisten Fällen wieder vorbei. Nach etwa einem halben Jahr berichtet kaum noch ein Kind von diesen Symptomen. Auch solche geringeren Zahlen sind natürlich immer noch beunruhigend. Und eines muss sicher klar sein, man kann im Herbst nicht einfach dieses Virus durch die Schulklassen rauschen lassen. Die Kinder brauchen einen Schutz. Bis alle Kinder ein Angebot der Impfung hatten, muss man deshalb Maßnahmen aufrechterhalten, wie zum Beispiel Masken und Abstand, womöglich auch Luftfilter in den Schulen. Und immerhin, eine gute Nachricht gibt es. Schon bald wird es auch Impfstoffe für jüngere Kinder geben. Die Firma BioNTech rechnet fest damit, dass sie im September Zulassungsanträge stellen kann für Kinderimpfungen ab 2 Jahren.